Hey Leute, Remake hier. Heute zeige ich euch, wie ihr diese einfache Monsterfarm bauen könnt. Viel Spaß! Hier seht ihr eine Liste an Items, die ihr benötigt. Wir starten damit, ein 21x21 großes Quadrat zu bauen. Dieses bauen wir dann nochmal einen Block höher, damit es dann zwei Blöcke hoch ist. Jetzt platzieren wir in einer Ecke einen Block und gehen an beiden Seiten 6 Blöcke nach außen. Darauf bauen wir jetzt ein Dreieck, wie hier zu sehen ist. Wiederholt diesen Schritt in allen 4 Ecken. Platziert jetzt Wasser in jeder Ecke und an den Seiten zwischen den Dreiecken. So sollte es dann aussehen. In der Mitte sollten wir jetzt eine trockene 3x3 Fläche haben. Diese Fläche buddelt ihr jetzt 6 Blöcke tief aus. Jetzt macht ihr noch einen kleinen Raum für euch frei. Platziert hier eine Doppelkiste und in dem 3x3 Bereich Hopper, welche in die Kiste leiten. Auf den Hoppern werden Lagerfeuer platziert. Schließt den Bereich nun mit irgendwelchen Blöcken und buddelt euch einen Aus- bzw. Eingang. Erhöht die Wände ringsherum nun um 3 Blöcke. In der Farm baut ihr nun von jeweils der Mitte der Seiten aus 8 Slabs in Richtung Mitte, wie im Video. So sollte es dann aussehen. Daraus macht ihr nun auch wieder Dreiecke auf jeder Seite. In der Mitte jeder Seite baut ihr noch einen Dispenser in die Wände ein. Auf 2 gegenüberliegenden Seiten platziert ihr Wasser vor dem Dispenser und einen leeren Eimer in den Dispenser. Bei den anderen beiden legt ihr einen vollen Wassereimer direkt in den Dispenser. Auf die Wände kommen jetzt noch Slabs und das Dach wird ebenfalls damit geschlossen. Außen müsst ihr jetzt auf Höhe der Dispenser eine Blockreihe ringsrum bauen. Nun geht ihr zu einer der Ecken und vergrößert sie nochmal ein wenig. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Platziert hier einen Block und stellt einen Hopper dagegen. Entfernt den Block und platziert einen weiteren Hopper, damit diese sich gegenüberstehen. Jetzt kommen 2 Blöcke auf die Hopper und 2 Stück davor wie im Video. Hier kommen nun 2 Comparator hin. Und darunter kommen 2 hin, welche andersherum sind. Platziert hier 2 Blöcke und stellt Redstone-Fackeln darauf. Hier kommen wieder 2 gegenüberliegende Hopper hin.
legt einen Block in den Hopper vom Anfang rein. In diesen hier kommen 10 Blöcke rein. Platziert hier einen weiteren Block und legt Redstone um die gesamte Farm. Manchmal müsst ihr einen Repeater platzieren, um das Signal wieder zu verstärken. Wenn ihr beim letzten Dispenser angekommen seid, könnt ihr die restlichen Blöcke entfernen. Geht jetzt auf das Dach und sucht euch die Mitte heraus. Dort platziert ihr jetzt eine weitere Slab und baut euch genau 100 Blöcke nach oben und baut einen kleinen AFK-Spot. Hier könnt ihr jetzt sehen, was ich nach 10 Minuten an Drops bekommen habe. Und hier seht ihr, wie viel es nach einer Stunde war. Lasst wie immer gerne ein Like für den Algorithmus da und vergesst nicht zu abonnieren. Ciao!